Gute Reise! Gute Reise! Tina, wo sind wir? Was machen wir hier? Urlaub. Ja, wie lange? Ein Wochenende. Okay, und was machen wir dann? Weiterfahren. Wohin? In Venedig. Und dann? Kroatien. Und so ganz große Picture? China. Okay, danke, tschüss. Wir sind gerade nach Österreich gefahren, aber da war kein Schild. Bitte. Wir sind in Österreich. Unsere erste Grenze. Okay, das ist fun. Das okay. Ist cool. Tschüss. Tschüss. Unsere zweite Grenze an einem Tag. Wir sind in Italien auf dem Brenner. Und hier ist schön. Thank you.
auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie es passiert, Gott. Wir sind schon wieder einfach über eine Grenze gefahren. Wir sind jetzt in Slowenien. Da war ein Schild, aber dann mussten wir abfahren. Und jetzt ist hier kein Schild. Aber wir sind in Slowenien. Herzlich willkommen. Land Nummer 4. Ja, Grenze Nummer 3. Land Nummer 4. 1500 Kilometer auf der Uhr. Weiter geht's. Kroatien willkommen, weil Slowenien, da halten wir leider nicht an. Nicht mal tanken lohnt sich hier. Ist das so? Ja, also im Vergleich zu Italien schon, aber nicht im Vergleich zu Kroatien. Weißt du? Ja, habe ich gecheckt. Okay. Ist ungefähr das gleiche. Okay. Und da wir noch 500 Kilometer fahren können, brauchen wir das nicht. Aber wenn hier ein Lidl kommt, dann halten wir vielleicht doch an. Weil wir mögen Lidl. Das ist alles, was ich sagen möchte. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Die erste Grenze, die als Grenze zu erkennen ist, die Grenze zwischen Slowenien und Kroatien auf der heftigst kleinen Landstraße, aber jetzt ist hier zumindest 4-5-spurig aufgesplittet. Kam aus dem Nichts, kein Schild, kein gar nichts diesmal. Tina holt gerade unsere Pässe, die wir bisher noch nicht rausgeholt haben. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Ja, jeder. Also, das sind nicht hier. Hi. Ja, jetzt sind wir in Kroatien, jetzt fahren wir noch eine Stunde einkaufen und dann am Strand suchen wir uns ein schönes Plätzchen und dann bleiben wir da erstmal ein paar Tage und organisieren uns die letzten Visa-Sachen, vielleicht mal Fotos schon mal sortieren, vor allem überlegen, wo wir hinfahren wollen die nächsten Wochen, weil wir noch keinen Plan haben. Ja, das machen wir jetzt. Tina? Ja. Wusstest du, dass das sechstgrößte jemals gebaute Amphitheater und auch noch eins der am besten erhaltenen gar nicht in Italien steht, sondern in Kroatien? Nein. Gut, ich auch nicht. Aber hier.
Wo sind wir? Pula. In Kroatien. Ja, Kroatien, hab ich schon gesagt, ne? Ja. Ich dachte, du sagst sowas wie Istrien. Istrien. Okay, danke. Bitte. Du bist sehr hilfreich. Ich weiß. Okay, lass mal umgehen. I come from Poland. You are the first hitchhiker. Yes, I am travel for hitchhiker. Woo! Let's do this. Split your legs in the morning. Ich habe extra eine schlitze Frisur gemacht. Cool. Sommer Sportiti da. Andere Menschen, die den uncooleren Weg gehen. Und ich bin auch da.
Was sagst du dazu? Nichts. Immer noch nichts? Schön. Tina, was sagst du jetzt? Nein. So, jetzt sind wir fertig. Wir sind im Finale, wir sind durch. Was sagst du jetzt? Endlich. Schmeckt? Lächeln. Ja, kann man so aushalten? Ja. Wie zu Hause. Moin und hallo, wir melden uns heute aus Tisno
einem kleinen Dorf an der Küste von Kroatien. Hier wollten wir eigentlich nur für eine Nacht auf dem Campground stehen, aber sind ganze 3 Tage, 3 Nächte jetzt geblieben, weil es uns so gut gefallen hat. Wir zeigen sicherlich auch gleich noch mal ein paar Bilder. Es ist kein Campground. Es ist kein Campground. Wir machen natürlich Wild Camping. Wir stehen auf, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Es ist eigentlich ein Mini-Parkplatz für Badegäste. Und der war auf unserer coolen App markiert und ist allen Vorstellungen mehr als gerecht geworden. Und ja, war eben so schön, auch mit der Bucht, mit glasklarem Wasser und irgendwie nur ein paar Gästen pro Tag und schönen Bäumen drumherum, hin und wieder mal ein Segelboot, was zu Besuch kommt. Ja, dass wir einfach 3 Tage, 3 Nächte geblieben sind. Wir könnten auch noch länger bleiben. Würden wir sehr, sehr gerne. Allerdings müssen wir so ein bisschen uns ranhalten, müssen also weiter. Einerseits, weil unser Gesamtzeitplan mit irgendwann mal China Crossing so ein bisschen sagt, wir sollten nicht sehr viel länger als 2 Wochen in Kroatien bleiben. Andererseits vor allem, weil wir kein Wasser mehr haben. Wir sind also auf den letzten Tropfen leer gesaugt und müssen jetzt unbedingt neues Wasser holen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist als erstes nach einem kurzen Kaffee losfahren und Wasser suchen. Und dann machen wir die nächsten Tage was? Als erstes Split. Das wird unser nächster Stop sein. Und dann Dubrovnik. Und fahren ein bisschen die Küste entlang. Gucken uns an, was da so gibt. Game of Thrones Schauplätze. Genau. Die schauen wir uns noch an. Und dann geht's weiter nach Albanien und Griechenland. Also, letzten Tage Kroatien sind angebrochen. Wir nehmen euch mit auf die Reise. Wohnung.
die wir leider nur spärlich zähmen konnten. Und heute vor allem wollen wir uns dann ein bisschen Split anschauen und unsere Visa-Dokumente für China auf den Weg bringen. Wir mussten da nämlich irgendwie 9-seitige Antragsdokumente ausdrucken und irgendwie noch 30 andere Sachen einreichen. Und alles per Post zusammen mit unseren Reisepässen nach Deutschland schicken, damit die Visa in Berlin beim Konsulat hoffentlich in den Pass eingetragen werden können. Grenze Kroatien zu Bosnien und Herzegowina. Da fahren wir rein und in 2 Kilometern wieder raus, um weiterzufahren nach Dubrovnik. Weil wenn man sich das auf der Karte anguckt, da ist ein kleiner Streifen Bosnien-Herzegowina bis zur Küste. Die wollten auch was vom Mittelmeer haben. Oder von der Adria. Ja, mal gucken, ob die uns reinlassen. Weil wir haben die Pässe, mit denen wir in Kroatien eingereist sind, ja gerade nach Deutschland geschickt und benutzen jetzt unsere anderen Pässe. Mal schauen, ob das ein Problem wird. So, was jetzt passiert ist, Tina schneidet mir die Haare zum ersten Mal in unserem Leben. In Tina we trust. In dem Kleinen, den kann ich noch nicht viel erkennen. Ich warte jetzt auf den Spiegel. Gut, dass ich ins Meer springen kann. Ja, hier hast du ein kleines Massaker gemacht, ne? Das hier? Ja. Ja. Oh, das sieht doch alles so ganz okay aus. Wie sieht das von hinten aus? Achso, Moment. Aus dem zweiten Spiegel. So, Endergebnis nach einem kurzen Bad in diesem wundervollen Meer. Ist ganz gut. Kleine Kratzer, aber ansonsten kann man so rausgehen. Sind halt nicht mehr geworden, die Haare, ne? Aber das hat der andere Friseur auch nie gekriegt. Thank you.
So, das war unser erstes Video, hauptsächlich aus Kroatien. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Mal melden wir uns dann wahrscheinlich aus Griechenland.